Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie auf dem 36. Internationalen Dokumentarfilmfest München. Wir freuen uns sehr, dass Sie zugeschaltet haben. Herzlich willkommen auf dem DocFest München at Home. Es ist unsere diesjährige Online-Ausgabe des Filmfestivals. Mein Name ist Ina Bohrmann, ich bin Mitglied des Programmteams. Ich möchte Sie hier begrüßen im Silbersaal des Deutschen Theaters. Es ist der Ort, an dem normalerweise unsere ganz große Premiere steigt und wir die Reihe ganz großes Kino zeigen. Ja, aber auch in diesem Jahr ist alles wieder ein bisschen anders, aber deswegen nicht weniger schön. Ich möchte Sie begrüßen zu einem Filmgespräch mit Jonas Schafter. Er hat einen wunderbaren Film gemacht mit dem Titel Arada. Und dieser Film läuft bei uns in unserem deutschen Wettbewerb und in unserem deutschsprachigen Wettbewerb. Und es ist die internationale Premiere, die Sie sehen werden. Ich freue mich sehr, dass der Filmemacher zugeschaltet ist und wir die Möglichkeit haben, mit ihm hier zu sprechen. Hallo Jonas. Hallo zusammen. Hallo Ina. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dir sprechen können über deinen tollen Film. Es ist im Grunde genommen, wenn man es jetzt so ein bisschen salopp zusammenfasst, ein Film über drei harte Jungs, die in eine Welt zurückkehren, die ihnen mehr oder weniger fremd ist. Mehr können wir jetzt noch erörtern. Kannst du uns vielleicht zu Anfang erzählen, wie der Film begonnen hat? War es das Thema, was dich interessiert hat, diese Schweizer Ausschaffung? Ihr nennt das ja in der Schweiz Ausschaffung, das finde ich auch ein wunderbares Wort, die Schweizer Ausschaffungsinitiative. Oder sind es die drei Protagonisten, von denen du ausgegangen bist? Ja, da muss ich schon ein bisschen weiter zurückgehen. Also ich habe eine Vergangenheit in Istanbul. Ich habe da vor 9 Jahren für ein Jahr lang gelebt. Und dann kam ich wieder zurück in die Schweiz und ich wollte unbedingt wieder nach Istanbul in die Türkei gehen. Und da gab es so ein Türkei-Reisestipendium von einer Schweizer Stiftung. Und das war für mich so die Möglichkeit, da hinzugehen. Und da wusste ich, ich brauche ein Thema, das irgendwie auch mit der Schweiz zu tun hat. Das war nur mal eine Idee, so ein bisschen Leute zu finden, die unfreiwillig aus der Schweiz in Richtung Türkei gehen mussten. Und da, ich hatte noch keine Ahnung, ob ich diese Leute finden werde. Und habe das dann so aufgeschrieben. Sie haben mir dann eine Recherchereise bezahlt, eine erste. Und es war dann wirklich erst dann in der Türkei, als ich, ich hatte eine Liste von einem Bekannten aus der Schweiz, eine Liste mit verschiedenen Namen von ausgewiesenen Schweiztürken sozusagen. Und erst als ich dann in der Türkei war und dann diese einzelnen Protagonisten getroffen habe, sozusagen, da war für mich eigentlich so die Dimension dieses Projekts oder das Potenzial oder die Wichtigkeit, das zu zeigen, war für mich erst richtig klar, weil es so eine Welt war, von der ich nichts wusste, von der ich das Gefühl hatte, wusste man in der Schweiz nichts, obwohl es, wie du schon angesprochen hast, ein ziemlich großes Thema ist, diese Ausschaffungspolitik, die Handhabung mit kriminellen Ausländern, dieser Mix zwischen harter Ausschaffungspolitik, dieses Wort Ausschaffung in der Schweiz, Ausschaffungspolitik und hartes Einbürgerungsgesetz, das halt dazu führt, dass ziemlich viele Leute, die eigentlich in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind, die Schweiz verlassen müssen, wenn sie kriminell waren, nach der Gefängnishaft sozusagen. Das, am Ende des Filmes sind ja auch so noch ein paar Titel zu sehen. Da schreibst du, jeder Vierte in der Schweiz hat quasi keinen Schweizer Pass. Und wenn Leute im Knast landen, gibt es dann einfach relativ schnell die Möglichkeit, die sozusagen abzuschieben. Kannst du uns so ein paar einführen in dieses Politikfeld der Schweizer Ausschaffungspolitik? Wie sieht das jetzt hier gerade so aus in der Schweiz? Wie schnell wird das gemacht? Ja, es ist eigentlich schon länger so, dass die Schweiz eben, wie angesprochen, ziemlich hart ist so mit der Ausweisung von kriminellen Ausländern. Wegen diesem auch harten Einbürgerungsgesetz gibt es, wie gesagt, etwa 25% der Einwohner in der Schweiz haben keinen Schweizer Pass. Wenn man das jetzt vergleicht mit Deutschland, mit einer ähnlichen migrantischen oder Geschichte, haben, glaube ich, 10% oder so, bin ich mir nicht ganz sicher, ist das eine ziemlich hohe Zahl. Und das führt dann wirklich dazu, dass es möglich ist, mittlerweile durch die Ausschaffungsinitiative von 2000, da wurde 2010 darüber abgestimmt und 2016 wurde die umgesetzt. Das heißt, mittlerweile, wenn man nur ein paar Monate im Gefängnis war in der Schweiz und keinen Schweizer Pass hat,
dann ja, riskiert man eigentlich eine mehr oder weniger automatische Ausweisung, Ausschaffung. Das heißt, diese Zahlen, die nehmen auch zu. Wie viel Prozent werden dann abgeschoben, wenn sie aus dem Gefängnis wieder rauskommen? Gibt es da irgendwelche Informationen? Weißt du da was? In Prozent kann ich das nicht sagen, aber es ist schon so, also wir werden den Film auch in verschiedenen Gefängnissen zeigen, in Schweizer Justizanstalten, weil sie da sehr interessiert sind, weil da wirklich ein Großteil davon betroffen ist, von diesen Ausweisungen. Ja, Vedat, der eine Protagonist, der hat auch gesagt, er hätte sich gerne schon früher damit auseinandergesetzt, was das wirklich bedeuten würde, wenn er die Schweiz verlassen muss, weil man kann es zuerst nicht so richtig fassen. Man stellt sich ein bisschen auf ein Abenteuer ein und ja, die Türkei ist vielleicht doch meine Heimat und dann sieht die Realität halt schon ein bisschen anders aus. Das Thema Abschiebung ist ja ein sehr groß, breit diskutiertes Thema, ein wichtiges Thema und es schreit ja im Grunde genommen nach einem Film, weil ich hatte mir bis dato auch nie Gedanken gemacht, wie es dann eigentlich aussieht, wer genau abgeschoben wird, wohin und was dann mit den Leuten ist, die in diese Länder zurückkehren, aus denen sie ja eigentlich gar nicht kommen. Also sie sind ja in der Schweiz geboren, deine Protagonisten. Das ist ja eine ziemlich schwierige Situation, würde ich es jetzt mal ja, schön sagen. Also, wie hast du das wahrgenommen? Diese Situation? Ja, also es ist ja unglaublich hart einfach für die Männer, die wir in deinem Film sehen. Ja, also das ist mir schon ziemlich an die Nieren gegangen. Ich meine, ich hatte drei verschiedene Protagonisten und die waren alle mit dem Umgang der Situation sehr unterschiedlich. Einer, der sehr reflektiert hat, der halt sich täglich eigentlich Vorwürfe macht, bis hin zu einem, der das alles schon lange hinter sich gelassen hat. Also es gibt so gewisse Überlebensstrategien, wo man einfach alles loslässt und irgend so ein Trauma nicht anfasst sozusagen, bis hin zu Leuten, die eben nicht loslassen können und dann die ganze Zeit in diesem Vakuum, in diesem Dazwischen eigentlich leben und sich damit auseinandersetzen, wollen sie jetzt ankommen und alles hinter sich lassen oder kämpfen sie noch weiterhin zurückzugehen, obwohl es fast aussichtslos ist. Also diese Machtlosigkeit und dieses Steckenbleiben und dieses ja immer ein bisschen hoffen, aber auch wissen, eigentlich habe ich keine Chance, das ist so das Zermürbende, das irgendwie das auch schwierig war anzuschauen. Aber ja, das hat man schon sehr gespürt. Und dein Film heißt ja Arada, das habe ich gelesen, ist im Türkischen, heißt dazwischen. Und dich haben ja dann auch die Protagonisten, also die Menschen interessiert, die einfach nicht loslassen können. Also für die Schweiz auch, es gibt ja wirklich sehr komische Situationen auch. Also diese Schweiz wird natürlich auch total romantisiert und verklärt als Heimat. Das hat dich interessiert, also die Jungs, die oder die Männer oder Frauen, es gibt ja sicherlich auch Frauen, die zurückgebracht werden oder da in andere Länder gebracht werden und mit der Situation klarkommt, das hat dich ja nicht so interessiert. Warum hat dich das dazwischen interessiert oder dass die Jungs, die nicht damit klargekommen sind? Ja, also ich meine, es gibt wenig Leute, die wirklich in so einer Situation damit klargekommen sind. Eben gewisse Leute konnten irgendwie das hinter sich lassen, aber die haben dann irgendwie ein Kind in der Schweiz, wo sie keinen Kontakt mehr haben. Aber mich hat dieses Vakuum interessiert einfach wahnsinnig, weil so viel passiert mit der Identität dieser Männer, mit dem, auch der Blick von ihnen auf die Schweiz, also dieses Idealisierende, das eigentlich völlig surreal ist und sie wissen meistens auch, dass sie die Schweiz idealisieren, sprich, wenn sie dann zurückkommen könnten, dass sie dann irgendwann wahrscheinlich auch wieder von der Realität eingeholt werden und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir eben nicht noch Aufnahmen von der Schweiz zeigen, obwohl wir auch an die Orte gegangen sind, wo sie herkommen, von Orte, von denen sie erzählen. Also wirklich bei den Leuten bleiben. Und wenn der Blick irgendwie in die Schweiz gerichtet ist, dann ist das über die Callcenter, wo sie arbeiten oder eben Kontakt mit der Frau oder dem Sohn. Irgendwie ein Poster an der Wand von Solothurn, von der Heimatstadt von meinen Protagonisten. Schon diese Kontraste auch, also diese Kontraste auch zwischen der Schweizer und den türkischen Kulturen sozusagen. Genau. Ist auch witzig, vielleicht kann ich noch ein bisschen weitergehen. Ich habe auch viele Deutsch-Türken kennengelernt, Ausgewiesene,
die haben da auch ihre Community. Die sind auch größer als die Schweiz-Türken sozusagen. Und die sind auch völlig unterschiedlich voneinander. Die haben miteinander zu tun, aber die sind sich, da merkt man auch die Unterschiede von der Mentalität her. Genau, also man bleibt dann wirklich so ein bisschen unter sich von den Leuten, wo man genau weiß, die ticken eigentlich ähnlich. Die haben ähnliche Erfahrungsräume. Der Film zeichnet sich auch unter anderem dadurch aus, dass er eine unglaubliche Nähe zu den Protagonisten hat. Irgendwie ziemlich am Anfang erzählen die ja dann schon auch von ihren Übeltaten. Ich nehme mal an, dass du damit nicht gestartet bist, als du angefangen hast zu drehen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du dieses Vertrauen aufgebaut hast? Es gibt ja so eine Szene, wo einer der Protagonisten dich auch direkt anspricht und fragt, was würdest du machen? Also man gibt es ganz viele Situationen, wo man einfach spürt, dass die dich total achten und einfach eine sehr große Nähe da war einfach. Ja, also es war natürlich so, auch für mich selber, die Türkei ist für mich schon eine Art zweite Heimat, weil ich gerade oder Istanbul sehr gut kenne. Aber für mich waren diese Typen, vor allem die jüngeren Typen, die waren wirklich so sehr vertraut für mich. So, das heißt, es war schon eher so eine kumpelhafte Beziehung. Eigentlich wollte ich eher ein bisschen mehr Distanz wahren auch, habe dann aber gemerkt, ich würde das Vertrauen, ja, das bringt nichts, ich würde das Vertrauen gar nicht gewinnen. Und wir haben auch wirklich viel zusammen geteilt. Und natürlich habe ich, also ich musste Überzeugungsarbeit leisten, bei gewissen mehr, bei gewissen weniger. Aber da ging es wirklich darum, immer wieder zu reden, um was es mir geht, was meine Vorstellung ist von diesem Film, was ich transportieren möchte, was mich interessiert. Und das war wirklich die ganze Zeit Gespräche, bis das Vertrauen mal da war. Und mit einbeziehen, sprich auch, als der Schnitt mehr oder weniger fertig war, nochmal in die Türkei gehen, den Schnitt zeigen, was auch eine sehr intensive Erfahrung war, die Familie mit einzubeziehen und auch manchmal erklären, wieso man was zeigt, was einen interessiert, eben zu zeigen, dass mich jetzt nicht irgendwie die Taten in erster Linie interessieren. Also es geht für mich nicht darum, der Frage nachzugehen, sind diese Ausweisungen gerecht oder nicht, sondern wirklich, was passiert mit diesen Menschen, die unfreiwillig gehen mussten. Genau, also es war ja sehr viel auf der persönlichen Ebene. Wann hast du die Fragen zu den Straftaten gestellt? Am Anfang des Drehs, am Ende des Drehs oder? Die habe ich schon bei der Recherche gestellt. Also es war jetzt nicht so, dass es mir völlig unwichtig war. Auch einfach, weil es doch ein großer Teil ist, weshalb wir in der Türkei sind. Also ein Protagonist, der setzt sich immer wieder mit seinen Straftaten auseinander, weil das der Hauptgrund ist, dass er nun mal in der Türkei ist, auch wenn es mittlerweile schon sehr viele Jahre her ist. Also diese Fragen habe ich immer wieder gestellt. Und ja, ich wollte auch wirklich wissen, mit was für Leuten ich es zu tun habe. Ich habe sehr viele Fragen gestellt und im Schnittraum haben wir dann wirklich geschaut, was kommt rein, was kommt nicht, kommen die Straftaten rein, kommen sie nicht rein, wie setzen wir sie ein? Weil schlussendlich das Publikum, das habe ich jetzt auch gemerkt, anhand der Reaktion, gewisse Leute wollen am besten noch mehr wissen, was genau passiert ist, und andere Leute wollen es gar nicht wissen. Und ich habe für mich einen Weg gefunden, wie es für mich, was ich gerne zeigen möchte und auch irgendwie, dass die Leute, die Protagonisten genug Profil bekommen, dass man sich dann weiterhin auch auf sie einlassen kann, ohne jetzt zu stark den Fokus auf die Straftaten zu setzen. Ja. Hat total funktioniert. Der Film ist atmosphärisch sehr dicht, weil du großartige Mitstreiter hattest. Der besticht deswegen auch hauptsächlich durch die Kameraarbeit. Der Schnitt ist fantastisch und Musik und Sounddesign fallen sehr auf. Weil diese drei Departments neben der Regie einfach auch so groß sind, hat man immer so diese atmosphärische Dichte, und es wird immer ganz viel zwischen den Zeilen auch erzählt. Also zum Beispiel, wenn die Ehefrau mit dem Kind dann in die Türkei kommen, funktioniert sehr viel über Blicke und über Schnitt, also wie diese Frau sich fühlt. Dieses Interview hast du ja nie mit ihr geführt, bist nie hingegangen und hast gefragt, wie fühlst du dich, sondern das spüren wir aber. Ne? Wir spüren es die ganze Zeit durch den Kameramann, durch den Schnitt.
Vielleicht können wir es kurz nennen. Roland von Tessin hat Schnittarbeit geleistet, Simon Denzler Kamera und Thomas Jäger Musik- und Sounddesign. Wie hast du diese wunderbaren Mitstreiter gefunden? Puh, Simon Denzler, das ist ein guter Freund von mir, der hat auch studiert, den Bachelor gemacht, ist an der ZHDK, der ist ziemlich jung. Und bei ihm wusste ich einfach, dass wir eine ähnliche Vorstellung haben, was Bilder angeht. Also es war viel Recherche, viel Sprechen, auch lange mal ausprobieren in der Türkei selber. Und ja, ich habe ihn bestimmt auch viel genervt hinter der Kamera, weil ich dann doch irgendwie so ein Kontrollfreak war. Aber wir haben uns dann irgendwie sehr gut verstanden und irgendwann war das dann sehr harmonisch. Und beim Schnitt war schon so, dass genau Roland von Tessin, vorher war Celine Detwiler, hat noch Schnitt gemacht, ich habe dann gewechselt. Und ja, also Roland, das war, der hat einfach wirklich ein Gespür für Rhythmus, für Emotionen. Er hat die Szenen alle eigentlich abgewogen anhand der Emotionalität. Und einfach dieses Rhythmusgefühl und ja, dieses Spiel mit diesen Bildern. Also es kamen auch viele Bilder rein, von denen ich gedacht habe, nee, überhaupt nicht. Also auch ein bisschen Fehler in der Kamera sozusagen. Ein bisschen einfach irgendwo, wo man auch die Situation spürt, wo man auch das Kamerateam spüren kann und nicht so tut, als wäre das jetzt wirklich nur so ein bisschen Fly on the Wall. Und die Filmmusik, Thomas Jäger, der hat schon 2016 hat er mal Recherche-Sachen gesehen von dem Film. Und er hat mich angefragt und gesagt, ich würde wirklich gerne Musik machen. Das heißt, wir konnten wirklich sehr, sehr lange immer wieder sprechen miteinander, immer wieder anpassen. Es war nicht so, dass die Filmmusik ganz am Schluss dann gekommen ist, sondern immer wieder im gegenseitigen Austausch. Und das war sehr, sehr wertvoll. War der Kameramann mit zur Recherche da oder hast du die Recherche komplett alleine bestritten? Wie war das? Also es gibt auch gewisses Drehmaterial, das von mir alleine ist auf der Recherche. Ich war 2015 für 3 Wochen auf der ersten Recherche, dann 2016 durch das Stipendium 4 Monate, bis der Militärputsch war, also dann nicht mehr so gemütlich war, dann bin ich zurückgegangen und da konnte ich schon viel Zeit verbringen. Und dann für die Hauptdrehs kam dann der Kameramann mit und dann sind wir es auch eher langsam angegangen, sozusagen. Also mal ihn, er war doch noch nie in Istanbul, noch nie in der Türkei, hat lustigerweise dann beim ersten Dreh eine Frau kennengelernt und die ist aus der Türkei und die ist jetzt hier in der Schweiz, was mich sehr freut. Also schöne Nebengeschichte noch durch den Dreh. Genau, also ja, er hat jetzt definitiv mehr zu tun mit der Türkei als vorher. Mhm. Ja, es war so ein Herantasten an die Situation, an die Protagonisten. Wir waren meistens in den Wohnungen mit wenigen Leuten. Wir waren dann meistens nur zu zweit. Manchmal zu dritt draußen mit einer türkischen Filmemacherin, die uns unterstützt hat. Genau, wir mussten das ziemlich klein halten, auch weil wir keine Drehgenehmigung hatten. Aber wir konnten uns richtig austoben. Also es war ziemlich einfach in der Türkei drinnen, aber auch draußen ging es zu drehen. Wir haben eigentlich alles gedreht, ja. Frage zur Dramaturgie. Ihr habt die drei... Die drei Menschen in dem Film sind da wie drei so Spots und von diesen werden, also wird das quasi, geht das nach außen und die Geschichte wird um diese Person herum entwickelt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Tränen ins Offene für dich gewesen. Du wusstest ja sicherlich noch nicht, was da alles vonstatten gehen wird. Wie lange war denn der Drehzeitraum und wie habt ihr die Dramaturgie gebaut? Die Dramaturgie, ich meine, das Schwierige war schon, dass es, das sieht man dann vielleicht im Film, dass es doch einigermaßen wenig Entwicklung gibt, eben weil dieses so Dazwischensein, dieses in der Situation feststecken, das zieht sich eigentlich ziemlich durch. Also wie können wir da, wie bauen wir das? Ja, wie zeigen wir eine Entwicklung oder wie zeigen wir eine Geschichte? Und zum einen war natürlich schon so, dass wir diese drei Protagonisten ausgewählt haben, weil sie unterschiedlich sind, verschieden aussehen, verschieden in der Art sind, in der Reflexion, in dem Wohnort, wo sie sind. Der Ort war mir immer sehr wichtig, wo sie jetzt sind. Also genau, Vedat lebt eigentlich für ihn in einer Art zweiten Schweiz, wo es Ordnung gibt. So, das hat auch vieles dann mit dem Thema zu tun. Und ja, wir wussten nicht, wo es hingeht. Also am Anfang sah es danach aus, dass einer der Protagonisten zurück in die Schweiz kommen könnte. Und das war so die Idee, dass wir
mit dieser Person dann in die Schweiz kommen könnten. Das ist dann nicht passiert, ist auch bis heute nicht passiert. Und dann, ja, ging es wirklich so darum, gewisse Themen anzusprechen oder halt wirklich so von den einzelnen Sequenzen, Thema Familie bei dem einen Protagonisten, Thema Familie bei dem anderen, mussten da Lösungen finden, wie sich die ganzen Situationen eigentlich zum Teil auch zuspitzen. Also ich kann es lustigerweise gar nicht mehr richtig rekonstruieren, weil es so breit war. Aber ja, wir mussten Wege finden, die jetzt nicht irgendwie von einer sehr klassischen Dramaturgie ausgegangen sind. Eine Art zu verdichten. Ich hätte auch gerne noch mal eine Frage zur politischen Situation in der Türkei. Ich nehme mal an, die Protagonisten äußern sich ja in ein paar Sätzen auch mal dazu. Du hast ja während der Dreharbeiten während des Putsches da gewesen. Da hast du ja recherchiert, glaube ich, in der Zeit. Oder korrigier mich, ich weiß es nicht genau, auf alle Fälle hast du was davon mitbekommen. Wie wirkt sich denn die politische Situation in der Türkei jetzt gerade auf die Protagonisten aus? Also auf dieses, wie sehen die das, wie schwierig macht denen das, da anzukommen in diesem Land? Oder da zu sein in diesem Land? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich meine, sehr skurril ist es bei Duran aus Basel. Seine Eltern sind geflüchtet aus der Türkei. Sind kurdisch Aleviten und Duran ist in der Schweiz geboren und Duran musste dann eigentlich in das Land gehen, aus dem seine Eltern geflüchtet sind. Und er ist in der Schweiz sehr antitürkisch erzogen worden, also eine Türkei-Flagge hat er nicht gern gesehen. Und als er in der Türkei war, merkte er dann auch, es ist doch nicht so schlimm, wie es immer in der Diaspora geheißen hat. Und trotzdem war es für ihn unangenehm, gerade die ganze Entwicklung, die es dann gab, gerade auch 2015 mit den Angriffen auf kurdische Städte. Und bei ihm war es noch so mit dem Militär, das er nicht gemacht hat, also, und dann noch mehr oder weniger gesucht wurde. Also für ihn war es unangenehm, diese ganze Stimmung auch während den Attentaten, dann nach dem Putschversuch, ich aus dem nahen Umfeld von dem einen Protagonisten gab es eine Person, die beschuldigt wurde, Gülen-Anhängerin zu sein, obwohl sie ziemlich sicher gar nichts damit zu tun hatte. Das war omnipräsent und trotzdem haben sie sich halt wie die meisten irgendwie zurückgezogen, sich in die eigenen vier Wände zurückgezogen. Wir haben das Thema, die politische Situation in der Türkei, dann auch im Film nicht zu wichtig gemacht. Nicht, dass wir da nichts gefilmt hätten oder dem nicht nachgegangen sind, aber ihre Situation, ihre Realität hat es etwa so fest tangiert, wie wir es im Film gezeigt haben. Also sie wollten diese Situation nicht zu wichtig machen. Mhm. Und im Dorf von dem ältesten Protagonisten, von Mustafa, das sind ganz verschiedene, ich meine, die Protagonisten haben einen ganz verschiedenen politischen Hintergrund. Und zum Beispiel im Dorf, das ist eher sehr rechtsradikal, also MHP, Graue Wölfe oder eben türkisches Militär während dem Kurdenkonflikt. Das heißt, es gibt... Während die Eltern von Duran in die Schweiz geflüchtet sind als alevitische Kurden, hat der eine Protagonist in den 90er Jahren, als er in die Türkei ausgewiesen wurde, ging er zuerst nach Hakkari und hat gegen die Kurden gekämpft. Also natürlich schwingt das Politische da auch sehr mit und gibt dann Gegensätze zwischen den Protagonisten. Wie geht's denen dann, das ist ja bei diesem Film mal wichtig zu wissen, wie geht's den dreien heute? Kannst du uns mal einen kurzen Ausblick geben? Das interessiert natürlich sehr. Mhm. Ich habe vor allem mit den zwei Jüngeren viel Kontakt, mit Vedat und mit Duran. Duran, der Kurde aus Basel, bei dem sah es immer danach aus, dass er in die Schweiz kommen könnte, weil im Film sehen wir ja, gibt es eine Frau. Ich nehme an, das Q&A kommt nach dem Film, also das heißt, ich kann schon ein bisschen erzählen. Ja, du kannst auch spoilern, also wir können ruhig spoilern, okay. Damit die Leute Lust bekommen, auch reinzuschauen, wenn sie vielleicht das Q&A davor sehen, also kannst du ruhig erzählen. Okay, super. Nee, man sieht ja bei Duran diese Momente mit seiner Frau und dem Kind und man spürt ja schon ziemlich, dass das kommt nicht gut. Oder das war bei mir auch beim Dreh schon irgendwie klar, obwohl das noch nicht so ausgesprochen war zwischen den beiden. Und die haben sich dann tatsächlich getrennt. Hat sie sich von ihm getrennt? Also ich hatte immer bei dem Film den Eindruck, dass sie sich von ihm trennen wird.
Das ist richtig, das ist richtig. Sie hat sich von ihm getrennt und mittlerweile sind sie auch geschieden. Und ja, ich meine, die einzige Möglichkeit, fast die einzige Möglichkeit zurückzukommen in die Schweiz, ist, wenn du eine Schweizer Frau hast, also eine Frau mit einem Schweizer Pass, also für eine Familienrückführung sozusagen. Und das ist bei ihm jetzt nicht möglich. Allein die Tatsache, dass er einen Sohn da hat und der Rest seiner Familie da ist, das zählt nicht. Und er lebt jetzt mittlerweile in Antalya. Er muss sich nicht mehr verstecken, weil er konnte dann den Militärdienst abbezahlen, musste 3 Wochen ins Militär, aber hat jetzt diesen Stress nicht mehr, dass er das lange Militär machen muss. Und Jan versucht irgendwie durchzukommen, macht irgendwie weiterhin so Callcenter-Arbeit, was eigentlich das Einzige ist, was sie machen können. Und mittlerweile auch so, ja, je länger man da bleibt, desto weniger kann man sich vorstellen, wieder in die Schweiz zurückzukommen. Also den Glauben hat er langsam aufgegeben, obwohl er der war, der noch eigentlich am meisten überzeugt war. Ja, ich gehe ja eh bald wieder zurück in die Ja. Schweiz. Und bei Vedat ist es so, der lebt ja eigentlich in seinem goldigen Käfig, in dieser Wohnung, Mit dem seiner wunderbaren Familie, Hund. mit dem wunderbaren Hund, und den gibt es immer noch. Es gab auch noch eine Katze, eine schwarze Katze, und die ist aber auch schon wieder verschwunden. Aber ja, er hat immer noch Rückenprobleme, er arbeitet viel für eine Operation, und wenn es ihm gesundheitlich besser geht, möchte er auch noch mal den Schritt wagen, einen Antrag zu stellen in die Schweiz. Mit dem Wissen, dass es fast unmöglich ist, weil es sehr viele seiner Bekannten schon gemacht haben. Aber er investiert viel Zeit in seine Arbeit und hat vor Corona schon eigentlich nur Homeoffice gemacht. Und die Chancen sind gering für ihn, dass er da wieder zurückkommt. Ja, ziemlich gering. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass er durch die Arbeit, er arbeitet mit dem Schweizer Callcenter, mal für eine Woche kommen kann oder irgendwie bei einer Beerdigung halt oder vielleicht doch bei einer Hochzeit, dass er dann mal kurz kommen kann. Aber für eine längere Zeit sehr unwahrscheinlich. Okay. Und Also Mustafa? man müsste schon sehr viel Geld in die Hand nehmen, mit einem Anwalt das versuchen. Dann hat man vielleicht schon eine Chance, ja. Und Mustafa, mit ihm habe ich am wenigsten Kontakt, immer mal wieder, alle 5 Monate, denke ich mal. Und er ist immer noch in seinem Dorf, was man im Film nicht sieht. Er arbeitet auch in einem Teehaus. Dort ist er nicht mehr und hat jetzt seine paar Kühe. Und für ihn ist so, das hat ja seine neue Familie da. Und das Thema, in die Schweiz zurückzugehen, respektive mit seinem Sohn wieder Kontakt aufzunehmen, ist, soweit ich weiß, immer noch nicht da. Also bei ihm ist mehr oder weniger alles gleich geblieben. Er setzt sich weiterhin nicht groß mit seiner Vergangenheit auseinander. Okay, der Film wird in der Schweiz in die Kinos kommen. Ihr habt dieses große Glück, dass in der Schweiz die Kinos schon auf sind. Kurz, wann startet ihr mit dem Film oder gibt es schon einen Starttermin? Der offizielle Starttermin ist der 27. Mai, also noch diesen Monat. Und es gibt in gewissen Städten noch Spezialveranstaltungen, bevor der Film in die Kinos kommt, zum Beispiel in Luzern, in Basel, in Zürich, in Bern. Und vielleicht noch Winterthur, das ist noch offen. Aber es gibt doch etwa 4, 5 Städte, wo er in die Deutschschweizer Städte, wo er in die Kinos kommt. Okay. Jonas, wir danken dir sehr für das wunderbare Gespräch. Wenn Sie Freunde in der Schweiz haben, schicken Sie die unbedingt alle ins Kino. Es ist wichtig, dass die Leute wieder ins Kino gehen. Wir möchten Sie noch kurz auf den Kino-Kino-Publikumspreis aufmerksam machen. Der Film ist auch nominiert dafür. Das Abstimmungsprozedere ist auf der Webseite zu entnehmen. Und der ist in diesem Jahr gestiftet von Dreisat und dem Bayerischen Rundfunk. Alle Filme sind noch bis zum 23.05. im Netz abrufbar. Wir freuen uns sehr, dass Sie zugeschaltet haben. Und Jonas, wir möchten uns bei dir bedanken. Es war ein wunderbares Gespräch. Und wir wünschen dir toi, toi, toi für die Kinotour und dass du viele, viele Zuschauer hast.